zusammen mit Lucian. Mit Nami. Gegen Morgana und Wayne. Sollten das also ein bisschen passiv angehen, die ganze Sache. Oder eher defensiv, nicht passiv. Hier mit dem tollen River Spirit Nami Skin. Geht's also in die Schlacht. Wir haben relativ, also wir haben zwei ganz gute Tanks. Vielleicht könnte dann Maokai sogar ein bisschen AP bauen. Aber Mundo ist ja eigentlich, ja, was soll der schon bauen? Der muss ja auf Full Tank gehen. Ja, was ist denn? Was ist das? Was hat er denn für Summoners? TP. Flash. Ja, ich glaube, er hat irgendwie gerade hart gefehlt. Sind hier gerade reingegangen? Ja, ne? Ich denke mal, die kommen jetzt von da. Okay. Also, sie haben anscheinend invaded. Man sieht es hier. Die drei wurden gesehen. War anscheinend nur ein Dreier invade. Ja. Okay, mal sehen, wo sie jetzt langkommen. Passen auf jeden Fall 1, 2 zuerst. Geben wir der mal direkt ein Heal ab. Beziehungsweise auf die Gegner ist ja schon hier. Logischerweise. Aber jo, okay. Wenn Elise jetzt bei unserem Red war. Obwohl die sind wieder zurückgegangen, kann das sein. Six kam vom Blue Buff und die kam gerade. Nee, geht ja gar nicht. Wie sollen die denn vom Red Buff einmal über die ganze Map hier um die Ecke dann wieder? Ich glaube, die haben einfach, die hat einfach ganz normal beim Blue angefangen. Das heißt, ich brauche jetzt auch erstmal noch nicht zu warnen, weil die ja jetzt logischerweise wahrscheinlich bei ihrem Red auskommen wird. Könnte natürlich jetzt auch direkt zu unserem gegangen sein und jetzt hinter uns stehen. Das sind die Möglichkeiten. Oder sie ist jetzt halt gerade hier beim Golem oder bei den Geistern, bei denen. Oh, hier mal ein bisschen Damage kassiert, Lucian. Sollte aber hoffentlich kein Problem jetzt sein. Okay, der Red wurde jetzt geklärt. Können wir gleich mal warden. Hat aber trotzdem hier, weil ich denke mal, die ist oben lang, oben rum weggegangen. Je nachdem, wann der Invade kam. Hatte sie bestimmt auch ein bisschen Zeitdruck. Wenn Mao jede Sekunde kommen könnte. Ja, da oben ist sie. Gerade in der Mitte gesichtet. Support haben, muss man eigentlich das ganze Spiel nur auf die Minimap gucken. Habe ich so in letzter Zeit oder generell gelernt. Damit man halt immer weiß, wie viel Leben, wie viel Mana in der Mitte wir zum Beispiel haben. Das wäre jetzt eine gute Bubble, die hatte leider auch keinen Shield mehr. Magic Shield. Glaube ich. Oder hat die das sich selbst gegeben? Auf jeden Fall, entweder war es auf Cooldown oder sie hat es halt sich selbst gegeben. War eine ganz gut, ganz gute Aktion. Sah zuerst schlecht aus der Fight, aber ja, durch die perfekte Bubble von mir natürlich konnten wir dann noch rumreißen. So, der will sich anscheinend porten. Anscheinend doch nicht. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Mana waste. Jetzt weiß ich nämlich gerade schon zum Beispiel mal wieder nicht, wo die Elise ist. Das heißt, in diesem Fall warde ich einfach mal. Da ich mir jetzt eh den Sidestone kaufen kann. Ich
hätte auch zur Not geblockt. Ich blocke auch so. Okay. Mal jetzt direkt nochmal sterben. Sieht so aus. Das war gut gemacht. Komm her. Alter Vater. Fast durch die Minions gestorben, der Lucian. Schön, haben wir den zweimal gekillt, aber leider bei Wayne. Kann man ja nie wissen. Ich brauche ja irgendwie nur ein, zwei Kills auf Level 6 und dann hat sie es schon wieder. Deshalb ist da noch nichts gewonnen. Ich glaube, ich gehe aber erstmal auf den Kelch. Kauf trotzdem schon mal das hier. So. Ah, komm, zwei. Zwei habe ich gesagt, also. So, dann können wir ein bisschen mehr Mana wasten mit dem Kelch. Zum Beispiel gerade. Um einfach einen Movement Speed Buff von, keine Ahnung, wie viel gibt das? 15% oder was? Nee. Aber nur, das ist doch die Passive. Nee. 40. Ja. Dafür können wir jetzt gucken und schon ist meine Mana wieder voll. Also den Gral kaufe ich mir bei Mana-lastigen Champs, also Support-Champs sowieso sehr gerne. Wir zählten so alles dazu. Sona. Auf jeden Fall. Obwohl nach dem Rework habe ich ihn noch gar nicht gespielt. Aber ich nehme mal an, ich glaube, ihre Aura wurde irgendwie irgendwas dran verändert. Ich weiß das gar nicht. Also da kaufe ich mir auf jeden Fall eigentlich immer den Kelch. Welche Supports kosten noch für Mana? Wo man so die Sachen die ganze Zeit spammen kann. Das war jetzt geil gemacht vom Lucian, auch wenn er natürlich nicht wissen konnte, da ich ihm jetzt eine W-Spell gebe. Aber dadurch ist sie halt auf Wayne gebounced, obwohl ich die dem halt vor dem Flash noch gegeben habe. Das war richtig gut gemacht. Wären wir eine Duo-Botlane, könnte man meinen, wir sind übelst geil, aber... Also wären wir eine Pre-Made-Botlane, meine ich. Aber das war halt Zufall jetzt. Naja, nicht schlecht. Ich freue mich ja immer, wenn ich AD-Carries habe, die was können, weil als Support alleine kann man so ein Spiel eigentlich, ja, also fast nie gewinnen. Auf der Botlane, wenn man einfach so einen richtig inkompetenten AD-Carry hat. Ich meine, was will man da machen? Ich kann auch nur meine Movement-Speed-Buffs geben und Heals und was im Support alles halt so kann, aber ich kann ihn ja nicht vor dummen Engages bewahren. Außer wenn ich ihn backpinge und das die ganze Zeit spam. Deswegen ist immer ein AD-Carry, der ein bisschen mitdenkt, optimal. Und der auch ein bisschen was von seinem Handwerk versteht. Na, Schnucki. Was suchst du denn hier? Oh oh. Ah, das war jetzt scheiße von mir. Ja, das war scheiße. Hat Morgana ein Double bekommen? Oh ja. Das ist dann ja nicht so schlimm. Auch wenn es kacke gespielt war von mir. Ich meine, wir wussten ja, es sind drei, aber... Ja, da wurde halt Lucian richtig hart rausgefokust. Hat, glaube ich, den Q-Up bekommen. Dann noch danach von Morgana. Wären wir lieber weggegangen. Schade. Naja. Machst du nix. Fehler passieren. Aber es geht ja immer weiter. Ja, jetzt steht, hat die Wayne halt 38 CS mit 032. Und halt zwei Supports. Kann ich was Schönes kaufen? Ein paar Schüchchen oder so. Ach, hat sie schon. Ach, die sind aber schön. Ja, ja, so ist das. Ach so, ich bin im Moment Gold 3 mit 17 Punkten. Also ich habe hier zwischen kein Game gemacht. Seit dem letzten, meine ich. Oder?
Ich weiß gar nicht. Nee, Quatsch, das letzte haben wir ja verloren. Die letzte Aufnahme. Das war doch mit Olaf. Ah doch, ich habe ein Game hier zwischen gemacht. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich hätte übrigens nach dem Early Kill auch meinen E-Spell maxen können. Auf Nami. Ist ja immer ganz gut vom Damage und vom Slow halt. Da haut der AD-Carry auf jeden Fall einen guten Early-Damage raus, wenn ich den maxe. Aber ich habe jetzt halt den W-Spell genommen für ein bisschen mehr Sustain. Ey. Da wurden wir von der Ward gespottet. Kommen jetzt wahrscheinlich auch. Können wir hier dem ein bisschen Damage geben, den ein bisschen Heal und dann passt halt. So, jetzt haben wir unsere Wave raus. Und noch den Heal. 2 Sekunden habe ich dann auch. Pff, ist okay. Ja, weißt du. Ah, fuck. Kriege ich da eiskalt den. Oh, was ist das? Den E von Wayne und den Q von Morgana gleichzeitig ab. Da war ich erstmal ein bisschen gefickt. Ah, fuck, der Heal kam zu früh. Beziehungsweise dann zu spät. Hätte ich Damage machen wollen. Zu spät. Hätte ich ihn healen wollen, hätte ich ihn natürlich erst nach dem Tower Shop machen sollen. Aber naja. Haben wir Drake bekommen. Gehen wir noch kurz die Ward. Ich glaube, back muss ich jetzt erstmal nicht. Oh, wie viel habe ich? 900. Bam, der Repel, Junge. Hat so richtig einen rausgehauen, die Elise. Dann hier haben wir die Morgana noch. Jetzt können wir erstmal weggehen. Können uns schon Schuhe und die Erweiterung vom Support-Item gönnen. Und sogar ein Pink Ward. Na komm. Na, also. Okay, Pink Ward stelle ich hier auf der Lane eigentlich immer früher in den Busch. Also nicht erst nach 13 Minuten, sondern ein bisschen früher, aber. Ja, keine Ahnung. Habe ich dieses Mal nicht so gemacht. Ah, naja. Und dann hier haben wir den guten Mann. Geben dem noch ein bisschen Damage. Und dann läuft der Hase doch. Wie sieht's bei Mundo aus? 0-1. Ist vom Farm, aber. Ja, relativ. Ja, okay, gut, wenn der jetzt noch. Ja. Es ist kein Beinbruch. Also die 20 CS oder was das jetzt sind. Braucht man nur nicht unbedingt für ein bisschen mehr Damage. Da er eh nur am Ende Schaden wegtanken soll. So, jetzt kommt zu Warden. So schnell konnte sie sich leider nicht ihr Shield geben. Sehr schön. Der hat's auf jeden Fall drauf, der Typ. Nicht so wie mein früherer Duo-Kyo-Partner, ja. Der in letzter Zeit natürlich nicht dabei ist, der Pure AMG, der hat natürlich gar nichts drauf. Der kann in letzter Zeit nicht mitmachen, weil er was anderes zockt. Und deshalb muss ich leider Solo-Queue aufnehmen. Ich weiß, ihr wollt natürlich alle, da ich wieder mit ihm spiele, aber zum einen kann er nicht reden. Aufgrund einer OP im Mund. Und zum anderen spielt er halt gerade was anderes. Von daher wird das vielleicht noch ein paar Tage dauern, bis ich wieder mit ihm Duo-Queuen kann. Oder ein paar Wochen vielleicht sogar. Weil er spielt direkt eine ganze Spiele-Serie.
von der bald auch noch ein weiterer Teil erscheinen wird. Deswegen wird das schon vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Na. Manchmal klappt der E-Spell nicht. Aber keine Ahnung, ob ich da nicht treffe oder was da los ist. Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon öfters mit Nami gehabt, dass der da nicht so richtig geht. Naja. Also bald hoffentlich wieder mit dem Pure AMG. Werden wir zwar wieder demoted werden, aber dann haben wir einen zum Blame für die Scheiße. Pushen wir mal Mitte, gute Idee. Jetzt sind wir auch gerade alle zusammen. Pink Ward wurde gesetzt von Morgana. Haben wir notiert. Oh fuck, da habe ich den hier jetzt nicht abbekommen. Da musste ich dodgen. Ach Mano, Schnucki, warum gibst du dem die Scheiß-Shield? Sieht die nicht, dass da eine Ward ist? Are you blind? Die hat sich richtig gelohnt, die Pink Ward. Muss ich nochmal anmerken. Richtig, zack, zack. Die stand locker 30 Sekunden. Aber so was von locker. Naja. Nee, warte. Wie viel brauche ich denn hierfür? 1, 3, 1, 3, kriegen wir zusammen. Bisschen Mitte farmen. Läuft. Zack. Jetzt kommt wieder der CSer-Gott, Junge. Boom. Friss meinen Wasserstrahl. Mit 75 Damage immerhin. Boom. 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 Bam, Junge, jetzt habe ich gleich schon die 1,3K. Geben wir ihm mal ein E-Spell. Okay. Wir rapen die gerade ein bisschen. Ich glaube, die fangen auch gleich schon an zu weinen. So wie ich immer, wenn wir verlieren. Da haben wir sie doch gesehen. Der Tower gibt keinen Fick. Schade, dass er nicht getroffen hat, sonst wäre sie gestorben. Ach, ich hätte auch einfach hinterher flashen können und E-Spell geben. Also einen Auto-Attack, dann wäre sie doch geslowed. Habe ich nicht reagiert, aber so kennt man mich ja. Immer schön AFB. Drake ist ab. Maokai ist aber leider Top-Lane. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Elise ist ja auch relativ low gegangen. Das heißt, sie müsste hier schon einen richtigen Run hinlegen, wenn die noch. Zack, da haben wir noch. Wenn die den noch stehlen will. Hat sie nicht hinbekommen. Ist halt auch kein Usain Bolt, muss man dazu sagen. Vielleicht reicht es mit dem Speedbuff? Nee. Schade. Hätte ich auf jeden Fall einen Support bekommen. Bisschen Cooldown. Ist auf jeden Fall auf Nami nicht verkehrt. Hier 9 Sekunden auf dem E-Spell geht natürlich gar nicht. Den wollen wir irgendwie runterkriegen auf vielleicht 4, 3. Sekündchen. Ah, ich habe leider nicht 100% Kill Participation. Welchen habe ich denn verpasst? Einen von Ori anscheinend. Das ist traurig. Die Bombe. Habe ich ihn auch richtig hart gebaitet. Na komm, nimm doch mein E. Boah, das ist ja auch eigentlich eine geile Combo. Nami Lucian, wenn ich dem mein E-Spell gebe, kann der ja mit seinem Doppelschuss direkt zweimal fetten Damage machen. Ist ja gut. Entspann dich. Oh, die nehmen wir dankend an, die Ward. Zack, Triple, Junge. Habt ihr das gesehen? Elise fightet gerade mit Mao. Also haben wir gerade alle im Blick. Ich lasse mich treffen, aber nur, weil ich gerne baite. Hä? Ich hab doch D gedrückt. Da ist meine D-Taste kaputt, oder was?
Ich habe da richtig drauf gedrückt. Ich dachte schon zuerst, ich hätte F gedrückt, aber ich habe meinen Finger extra drauf gelassen, habe dann nachgeguckt und es war die D-Taste. Ich verstehe nicht, warum die nicht benutzt wurde. Jetzt throw das bitte nicht wieder in einem Fight. Nice. Der Junge, der hat's drauf. Okay, leider. Der stirbt nicht. Alter Junge. Nee. Oh mein Gott, nein, da konnte er nicht ausweichen. Schade. Super, unsere Pink Ward steht wie eine 1. Immer noch am Start. Bringt zwar gar nichts da unten gerade. Hätte ich vielleicht am Anfang der Laning Phase mal setzen sollen. Hatte ich halt, wie gesagt, vergessen. Naja. 12-7. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Weil wir gerade ein bisschen beschissen gefightet haben. Auf gut Deutsch. Aber naja. Das ist noch kein Beinbruch. Gehen wir mal gucken, ob wir dem noch helfen können. Oder ob dem nicht mehr zu helfen ist. Dem Typen. So, da treffen wir auf jeden Fall. So. Den konnten wir mitnehmen. Das ist ja eine schöne Sache. Können jetzt die Midlane vielleicht pushen. Da unsere Lanes, okay, die außer den, ja, die Top Lane pusht jetzt nicht gerade. Aber egal, wenn wir Midlane pressuren, da 6. Das war der dümmste Laufweg, den er machen konnte. Aber ob das ein Flash worth war, ist fraglich. Oder damit er da lang gehen darf. So, haben wir auf jeden Fall getroffen. Ich habe relativ viel Damage eingesteckt. Aber das können wir jetzt hochhealen. Botlane pusht, also sollten wir was reißen. Das war scheiße. Aber ich bin Goy. So, kriegen wir den? Kriegen wir nicht. Kill ihn. Okay. Never mind. Dann laufen wir halt. Hui. Und hui. Du kommst hier nicht rüber, Junge. So nicht. Maokai ist gestorben gegen Wayne, oder was? Alter, das war ein richtiger Scheißfight. Ich hole mir nicht so gern Dingens. Wer ist das Ding? Mikaels. Vergesse ich im Fight eh mal, also brauche ich es mir auch nicht zu holen im Moment. Okay, die haben eigentlich relativ viel CC. Na, jetzt habe ich schon gekauft, also. Machst du nix? 14-10. In den letzten paar Minuten throwen wir. 33 Sekunden auf Drake. Also warten wir mal. So. Den können wir jetzt hoffentlich machen. Da kriegen wir noch eine Ward. Okay. Ja, der sollte sicher sein. So, ja, der war relativ schnell fertig. Ja, jetzt können wir mal einen 5-Mann mit Push probieren. Nochmal. Wayne versucht wieder Botlane zu split pushen. Maokai ist auch gerade beim Wave. Warum habe ich ihn jetzt? Achso, ich wurde gestunt. Auch gut.
Na komm, ich will Support. Jawohl. Läuft. Da ist wieder ein klassischer Mundo, ja, der tankt einfach alles weg. So, Maoka ist leider wieder nicht da. Meine Fresse, ey, der Typ, der will's aber auch jetzt hart throwen. Immerhin schon mal das Shield geforst. Hat einen relativ hohen Cooldown. Ja, und jetzt? Wir müssen mal was reißen. Können ja nicht die ganze Zeit wie Falschgeld rumstehen. Weil das bringt nichts. Jetzt gehen sie wieder alle. Maokai wurde mal wieder gecatcht. Ach du Kacke. Der Typ, der macht mich fertig, ey. Eben läuft er die ganze Zeit da alleine dumm rum. So, die Ulti, die nehmen wir auch noch ganz mit. Klasse. Alter. Warum? Ich kann's nicht verstehen, ey. Warum ist die Ori jetzt wieder top? What the fuck, ey. Jedes Scheißspiel habe ich ein Team, was sich am Anfang des Fights aufsplittet oder erst gar nicht zusammenkommt. Dann wird einer wieder gecatcht, so wie gerade Maokai, und dann ist das Spiel mal wieder übelst gethrowt. Ich verstehe es nicht. Ja, was sollen wir uns jetzt kaufen? Können wir wieder voll auf Rüstung gehen, weil die jetzt wieder alle Kills bekommen haben, ey. Meine Fresse. Ich versteh's nicht. Oh mein Gott. Boah, das braucht immer Jahre, bis ein Team endlich mal versteht, dass man im Teamfight zu fünft sein sollte. Versteh's nicht, warum das den Leuten im Gold immer noch nicht klar ist, ey. Wenn die das immer noch nicht checken, dann fühle ich mich ja echt fehl am Platz. Dann ist auch irgendwas falsch gelaufen bei denen. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt alle ihre Accounts geboostet bekommen haben oder was die sonst für Probleme haben, ey. Ja, die kommen. Habt ihr das nicht gesehen? Weg. Canceln. Warum muss Lucian hier vorlaufen? Ja, können wir jetzt nichts mehr machen. Da werden wir zu krass gepokt. Wollen es auch nicht verstehen. Nee, ist gewordet. Hallo? Gib doch mal den E-Spell. Ich check das nicht. So, jetzt haben wir nämlich schnell bekommen. Ja, wenn der auch mal vernünftig smiten würde, der Typ. Und nicht erst bei 400. Lucian will's jetzt aber richtig wissen. Geben wir ihm mal den Movement Speed Buff, dem Mundo. Vielleicht, wenn er einen Ball getroffen hätte, wäre es auf jeden Fall ein guter Slow gewesen. Ah, ich treffe gerade keine Q-Spells. Maokai wäre auch wieder nicht da. Ich check's nicht. Wir machen gerade Baron. Waren alle full life. Mittlerweile schon lange nicht mehr. Und Maokai erstmal schön, keine Ahnung, jungeln oder was der, wo der wieder war. So, jetzt wird sich wieder in den Jungle verpisst. Ach, das ist klasse. So, haben wir alle wieder schön hochgeheilt. Da ist ja unser Schätzchen Maokai.
der sich hier wieder carryen lässt, wie sonst was. Ja. Hat anscheinend auf den anderen Lanes auch nicht gegankt. Botlane war es ja natürlich nicht nötig, weil wir halt gewonnen haben, aber bei 1, 2, 3 waren es anscheinend nicht so viele Ganks, die da von ihm kamen. Naja, wir haben ja auch eigentlich fast alle Kills auf der Botlane. Die anderen haben ja jetzt nicht unbedingt viele. Maokai verpisst sich wieder, also alle weg. Wenn sich jetzt wieder einer catchen lässt, er dann quittig. Weil das wäre dann unverständlich für mich. Oh, das war eine schöne Wave. Fuck. Alter, wie ich die Dinger jetzt nicht mehr treffe. Der überlebt es nicht. Aber er wird noch sterben. Nicht. Schade. Ja, ja, wir holen jetzt den Turret. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Maokai schnell wieder jungelt. So wie der K6 vor ein paar Spielen. Aber nein. Unfassbar, er nähert sich dem Mid-Turret. Zack, da healen wir. Kriegen wir den Inhib immerhin. Ne, wir finishen Maokai. Schön backgehen, damit wir nichts im Jungle verpassen, würde ich sagen. Ja, jetzt können wir erstmal entspannen. Können wir erstmal schön alle Buffs holen und was sonst noch so ansteht. Aber vorher, ich meine, mit Burn Buff kann man mal fighten, finde ich. Gut. Ja, jetzt sieht es ja wieder relativ gut aus, wenn wir uns noch ein bisschen Cooldown Reduction und Movement Speed. Mit Twin Shadows. Bam, der Black Shield. Ich meine, hätte ja jetzt auch ein All-In von mir sein können, ne? Ich meine, ich one-shotte die Wayne. Eventuell, wenn ich einen guten Tag habe, schon mitnehmen. Ja, dann warten wir jetzt noch auf Lucian, bis er sein GA hat. Wir können schon mal trotzdem den Baron warden. Sollten jetzt aber auf eine andere Lane gehen, weil mit pusht von alleine. Aufgrund der Supervasallen. Oh, was zielt der denn? Oder hab ich den bekommen? So. Wir lassen uns erstmal nicht blicken. Leider wurden wir aber gesehen. Von der lieben Morgana. Alter Vater. Das nenne ich mal Damage. So, da haben wir den schön reingebaitet, indem wir nochmal kurz geguckt haben. Dann war das eine easy Bubble. Auf gut Deutsch. Jetzt kriegt er hier die Shields. Oder das Shield eher. Scheiße, da habe ich den hier nicht auf Lucian gemacht. Hätte ich mal lieber getan. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen erstmal einen Movement Speed Buff, damit wir hier schnell rauslaufen können. Dann gehen wir hier zum Mao. Die haben wir uns auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Dwayne. Und ja. Jeder war immer tot. Von denen. Kann man mit leben. Gucken wir mal gleich, wie viel Cooldown wir noch haben. Auf dem E-Spell. Mit dort auch ganz gute Arbeit geleistet. Deswegen war es auch gut. Ach du Kacke, Botlane pusht jetzt auch noch richtig hart. Ja, deswegen pusht man halt nicht die Midlane oder beziehungsweise die Lane mit Supervasallen, weil wie man sieht, je länger der Fight geht, desto besser
Weil dann können die Minions geschmeidig die Mitte pushen. Hoffentlich kommt sie wieder. Hoffentlich kommen die wieder. Ja, die kommen schon wieder. Es sei denn, die Mutter hat da das Internet ausgeschaltet, ja. Das, solche gibt's ja auch. Wenn der Gunther und der Fritz wieder zu lang gespielt haben, wird das einfach ausgemacht. So, so. Steht da nicht sonst, Ah, ne, ist egal. Never mind. Die können jetzt natürlich, die haben natürlich einen richtigen Free Baron jetzt. Das wäre natürlich jetzt bitter, wenn man das Game so verlieren würde. Durch zwei Leute, die AFK sind. Boah, wäre das unverdient, ne? Ja, das wäre mal eine Maßnahme, jetzt zu helfen. Alter Maokai, ey. Das ist so ein Lauch, der Typ. Der hat es genauso wenig verdient, wie die zu gewinnen. Weil wer Toplane pusht, wenn man zu dritt ist. Also, ich meine, der muss ja noch nicht mal steffen. Der hat einfach da dumm rumgepusht. Sieht, dass vier Leute oder drei Leute in der Mitte sind. Da frage ich echt, nach dem Verstand. Kauft der echt Iceborne? Läuft bei dem auf jeden Fall nicht. Ach, doppelt sogar. Doppelt hält besser. Den Typen können wir hier getrost ignorieren. Oh, Mundo pressured einfach mal Botlane. Läuft bei dem. Ah, er kommt TP. Zieht er durch? Ja, zieht durch. Ich dachte schon. Alter, der soll mal geschmeidig bleiben, der Typ. Ach, fuck, da hab ich dich treffen lassen. So. Müssen wir dem auch einfach mal klar und deutlich sagen, dass der ja hier irgendwie gar nichts gerissen hat. Alter. Naja, ist ja egal, der wird es nicht checken wahrscheinlich. Aber gut, die werden schon noch wiederkommen. Hoffentlich. Naja. Schade. War auf jeden Fall eine bittere Niederlage diesmal. Also auf keinen Fall verdient der Sieg an dieser Stelle. Lässt er sich wieder catchen. So kennen wir ihn doch. So haben wir ihn lieben gelernt. Na? Schade. Also das ist dann echt bitter, muss ich sagen. Haben wir alles gegeben. So. Die sind mit Sicherheit nicht absichtlich AFK gegangen. Deswegen gibt es nur einen Report für Mao. Weil er einfach scheiße war. Auf jeden Fall bittere Niederlage. Trotzdem. Ja. Ich sehe es nicht als verlorenes Game an, weil...
Wenn man das von meinem Spiel an sich bewertet, fühlt es sich trotzdem wie ein Sieg an, weil ich aus meiner Sicht nicht viel falsch gemacht habe. Von daher sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal wieder eine lustige Partie League of Legends bestreiten. Dann hoffentlich 5 gegen 5 und nicht 3 gegen 5. Ja, oder 2,5 gegen 5, weil Maokai kann man nicht richtig zählen. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.